Aber er hat mir dann doch gebeten, ja fast schon gefleht. Er hat gesagt, ja,
vielleicht für ihn einspringen könnte. Er war ein bisschen unsicher, wie sie ihn hier empfangen würden. Er hat wohl irgendeine kleine Pflegerei begangen. Trotzdem wollten sie ihn auszeichnen. Naja, vielleicht hat er ja doch ein bisschen Recht behalten, meine Damen und Herren. Jedenfalls, als er die Nachricht bekommen hat, dass er Hobbysitter werden darf, da hat er sich sofort darüber gefreut. Man muss dazu sagen, er ist in der Tat auch da familiär belastet, denn seine Frau, deren Familie stammt aus Aachen, ja? Und da konnte er gerade ablehnen, da musste er quasi zusagen an der Stelle. Er hat dann auch sofort eine Integration zum Sprachkurs gemacht. Und so rufte er und übermittelte er mit großer Freude seine Einschätzung zu diesem Morgen: Leckes am Hocker. Ich gebe mir zu, ich habe extra gegoogelt, ob das auch politisch korrekt sei. Ja. Ja. Also, auf jeden Fall, von Ihnen heute zu sprechen, ist eine große Ehre, aber für mich als König Ludwig II. Ein bisschen ungewohnt. Kein einziger CSU-Untertan im Saal, das gibt es in Bayern nur beim Parteitag der SPD. Geboren bin ich übrigens 1845, also jung geblieben, wie einige im Saal. Ich kenne alle Freunde hier, Herr Pütz zum Beispiel aus meiner Zeit. Okay, ich gebe zu, ich bin keine 100 mehr, ein bisschen drüber. Aber wissen Sie, ich mache es wie Johannes Esters. Der ist eines meiner Vorbilder. Der ist seit 6 Jahren weg, aber hat bis heute keinen einzigen Auftritt abgesagt. Ja, ich gebe zu, Aachen, fast wäre ich lieber noch in Berlin aufgetreten, denn ich habe gehört, die machen im Regierungsviertel derzeit viel Fasching das ganze Jahr. Dort soll jeden Tag im Moment das Stück in einen Käfig voller Narren laufen. Eines hat sich aber geändert. Früher war Berlin preußisch sparsam. Mir wurde dagegen in Bayern aber vorgeworfen, ich sei ein Verschwender und würde zu lange und zu teuer bauen. Zum Glück kommt das jetzt Berlin. Die brauchen für den Bau ihres Flughafens sogar noch länger als die alten Ägypter für den Bau der Cheops-Pyramide. So sind sie als ich. Sie ist gut.
grüße seine Majestät König Ludwig II. Von Bayern und Finanzminister in Personalunion. So, jetzt wieder zum Ernst. Erstmal Glückwunsch zur Ritterwürde an diesem Abend. Dankeschön. Als wir im Juni Sie als Ritter in München vorgestellt haben, war die Welt noch einigermaßen in Ordnung und nach den Anschlägen in Paris wurde Ihr Statement bei Twitter sehr zerrissen. Was haben Sie davon bis zum heutigen Tage gespürt oder auch nicht gespürt? Also schauen Sie, ich hätte mir total gewünscht, dass ich irre. Ich hätte mir gewünscht, dass ich ein Pessimist bin. Damals habe ich gesagt, Paris ändert so vieles. Und wenn wir ehrlich sind, Köln hat noch mehr geändert. Wir haben ja im Wochenrhythmus schlimme Ereignisse, die unser Land auch innerlich und psychisch und physisch erschüttern. Und wissen Sie, deswegen denke ich einfach, dass das hat man auch da an der Stelle am Beifall gemerkt, wie ich gesagt habe, vielleicht hat er doch recht gehabt, ja, dass da ein ganz anderes Bewusstsein ist als zu dem Zeitpunkt. Man hat es heute, glaube ich, in der Demo gemerkt, also die, die noch demonstriert haben, die sind eher nur ein ganz, ganz kleiner bestimmter Teil. Insofern tut es mir leid, dass der AKV so einen Stress hatte bei der Stelle, aber die Lage war sehr ernst. Es ist eine politische Veranstaltung, auch wenn wir Karneval haben. Ich bleibe jetzt mal etwas politisch. Warum glauben Sie, dass der Rest der Republik die Situation Bayerns sich versteht, wo Sie ja doch quasi als Einfallstor dieser gesamten Problematik sind, der Flüchtlinge? Ja, wir haben ja im Prinzip all die Hauptbalkanroute zu tragen gehabt. Wir haben praktisch jeden aufgenommen erstmal, weiterversorgt, untergebracht. Wenn ich sehe, wie das in Berlin katastrophal ist, nur den Anteil der Flüchtlinge in Berlin. Wir dagegen haben letztes Jahr praktisch 1 Million Menschen zum Teil in Bayern erst aufgenommen, dann weiterversorgt. Wir haben das, glaube ich, sehr gut gemacht, haben 4,5 Milliarden Euro letztes und dieses Jahr. Wir müssen mal aufwenden dafür. Wer kann das schon? Also es ist ein großer Akt der Humanität. Aber alles hat eben seine Grenzen an der Stelle. Und deswegen, wir sind der festen Überzeugung, dass es eine Begrenzung der Zuwanderung braucht und dass es auch klar sein muss, dass so No-Go-Areas, wie es in Köln gibt, das darf nicht sein. Freiheit und Sicherheit ist unteilbar in einem Land. Es kann nicht sein, dass man da Kompromisse macht. Nur fand ich jetzt persönlich, dass es heute eine solche Teil der Rede sehr ernst ist. Das war mir ein Tick zu ernst, weil ein bisschen Humor so hört schon an. Wir haben jetzt im Vorfeld hier diese Ordensverleihung auch in der Aachener Presse Kritik gehört, wieso der AKV zum Söder steht, was ich sehr gut fand, dass Sie dann auch hier sind. Sehen Sie die Preisverleihung heute anders, unter anderem Gesichtspunkt, als das jetzt vor dieser Äußerung war, die Sie gemacht haben? Das Land ist in einem anderen Zustand. Also als wir da im Sommer drüber geredet haben, das war eine schöne Zeit, Deutschland hat keine Probleme gehabt, uns ging es gut, das Geld war im Überschuss da, ja, keine Probleme, der Rest der Welt geht uns nichts an. Die Lage ist jetzt komplett anders, wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg in Syrien. Deutsche Touristen werden umgebracht in Istanbul. Jeden Tag kommen Tausende von Flüchtlingen in unser Land, von denen wir nicht wirklich wissen, woher sie kommen. Und wir wissen dann auch gar nicht, wie sie sich im Land aufhalten. Verstehen Sie, es sind so viele Fragen. Und nach Köln stellt sich die Frage, kann uns die Polizei in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel überhaupt beschützen? Will sie das politisch überhaupt? Also so viele Fragen, die eine andere Situation sind. Darum ist es heute viel, viel ernster als im August. Ich glaube auch, dass ein Teil der Leute, so habe ich das jedenfalls rausgehört, natürlich sind die Menschen ein bisschen gespalten. Natürlich ist Aachen auch ein Auswärtsspiel von Bayern, da muss man dazu sagen. Ja, ist jetzt kein Heimspiel. In Bayern wird es leichter. Aber trotzdem glaube ich, dass wenn man eine geheime Abstimmung machen würde im Saal, glaube ich, gewinne ich ziemlich hoch. Ich komme jetzt wieder zum Karneval zurück. Sie haben ja Kontakte zu Aachen. Das haben Sie ja bei Ihrer Vorstellung ja erwähnt. Unsere Zuschauer würden gerne wissen, welche. Also meine Schwiegeroma, meine Schwiegermutter, die haben hier lange gelebt und meine Frau deswegen auch lange Zeit, immer die Ferien hier verbracht, in Eulendorf, glaube ich, heißt es. Eilendorf, Entschuldigung, ja, um Gottes Willen. Und da ist die ganze Familie so auf Aachen ein Stück gepolt und die haben sich auch alle wahnsinnig gefreut, dass das in Aachen stattfindet. Und meine Frau hat mir dann auch lauter so Sachen erzählt, die ich gar nicht verstehe. Ja. Ich muss ja dazu sagen, also ich fand es super, das Einzige, als zum Beispiel dieses Vicky Landros, großartiger Auftritt, Kompliment. Ich liebe das Leben, dann auf Aachen, aachnerisch war. Das war mir schon, also da musste ich schon ziemlich beim Oberbürgermeister nachfragen, was das heißt. Mit welchem Gefühl wird Markus Söder Aachen verlassen mit diesem Orden an der Brust? Ja, große Ehre. Ich meine, die Reihe, die das bekommen hat, sind ja schon coole Leute. Und ich denke mal, dass ich auch keinen Ärger mehr kriegen werde, vielleicht daheim mit dem König Ludwig, wer weiß. Also mir hat es jedenfalls gut gefallen und ich freue mich, nächstes Jahr wiederzukommen. Ja, ich bedanke mich für das nette Gespräch und wir sehen uns in 2017. Ich freue mich, bis dann. Danke. Servus. Ich begrüße den Präsidenten des AKV, Dr. Werner Feil. Lieber Werner, die heutige Festsitzung, die war sehr kurzweilig, war sehr spannend, sehr unterhaltsam und doch sehr politisch.
Wir haben ja erlebt, dass der Markus Söder im Sommer zum Ritter designiert worden ist. Und dann kamen die Anschläge von Paris. Da gab es heftige Kritik an den AKV, auch von der Lokalpresse. Der AKV hat trotzdem gesagt, Markus Söder wird Ritter. Welche Beweggründe haben euch dazu bewogen, nicht einzuknicken? Also der Grund, warum Söder weiterhin Ritter geblieben ist, ist ja ganz klar. Wir haben ihn ausgezeichnet für seine Wandlungsfähigkeit in seinen Kostümen im bayerischen Fasching. Und er ist jemand, der natürlich polarisiert, der aber auch eine Meinung vertritt mit seiner politischen Richtung, die im Rahmen der Meinungsfreiheit mit Sicherheit zu akzeptieren ist. Und Demokratie muss auch andere Meinungen aushalten können. Und dann haben wir gesagt, sehen wir da keinen Grund, von unserer Wahl abzurücken. Also ich meine, die Entscheidung fand ich sehr gut, aber wenn man jetzt gesehen hat, es gab ja noch nie eine so politische oder so politischen Gegenwind. In den lokalen Medien wurde dagegen gestänkert, der AKV hat kein Rückgrat, warum bleibt ihr bei Söder? Ich glaube, gerade deswegen haben wir Rückgrat, weil wir bei Söder geblieben sind und wir konnten hier heute im Eurogress zeigen, wie viele unterschiedliche Meinungen ein ganzes bestimmtes Thema dargestellt werden können. Semih Yusuf hat eine tolle Rede gehalten als Integrationsbeauftragte der CDU, aber Ayman Maziyek hat nachdenkliche Töne auch im Karneval reingebracht. Kam Karrenbauer als Laudatorin, war toll. Ingo Appelt und Guido Kanz sind immer eine Bank dabei. Ich glaube, Katja Suding auch besser. Kann man es immer machen, aber es war gut bei uns. Es war gut. Das Programm war, wie gesagt, sehr knackig und kurzweilig. Gehst du davon aus, dass die Resonanz am Montag in den Medien stärker sein wird als in den Ordensjahren zuvor? Das weiß ich ja nicht. Also das hängt immer davon ab, was in den anderen Programmen gezeigt wird. Das hängt auch davon ab, wie sehr dieses Thema bespielt wird in den Medien. Wer schaut dann sich die Festsitzung an? Es würde mich freuen, wenn viele zuschauen würden um 7:45 am Montag im Ersten, weil das ist nun wirklich ein Highlight, glaube ich, was heute dargeboten wurde. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln Aachen aufzuzeigen, mit welcher Vielfalt wir hier Karneval feiern. Könnte Söder eine Rolle spielen, weil er eben politisch so polarisiert hat, dass die Leute dann erst recht sich das ansehen werden, die Festsetzung im Fernsehen? Das könnte sein, aber da will ich nicht spekulieren, das weiß ich auch nicht. Okay. Trotzdem, es war eine schöne Sendung, viel Spaß heute Abend noch und bis bald. Dankeschön.